Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, jetzt zu einem weiteren Teil Sim Airport. Ja, wir möchten heute was vorbereiten, um unseren Flughafen wachsen zu lassen. Wir haben jetzt ja aktuell das folgende Problem, dass wir kaum mehr Flüge abwickeln können, weil wir in der SICO nicht genug Leute durchbekommen. Mein Plan ist es jetzt, die Gepäckausgabe mit einem unterirdischen Tunnelsystem auf die andere Seite der Straße zu verlegen und dass wir hier dann auch einen schönen Aussteigebereich haben, wo die Leute hier nicht ständig über die Straßen laufen etc. Und den unteren Bereich als SICO auch machen für die ganzen Passagiere, die hier unten hin müssen. Den Tickethallbereich vergrößern und alle Leute, die oben hin müssen, die gehen halt dann die Treppen hoch und gehen oben durch die SICO. Dass wir unten und oben eine SICO haben. Einmal hier unten für die unteren Terminals, das sind ja hier auch immerhin 7 Stück. Und oben dann halt für all die, die hier noch hinkommen und dann eventuell bald hier hinten noch fürs Satellitenterminal. Das ist zumindest der Plan. Dazu müssen wir natürlich dann hier wieder tiefer ins Erdreich. Also die müssten wir dann mit den Leuten hier unten drunter her. Bin mal gespannt, ob das so alles funktioniert. Ich würde sagen, kaufen wir als erstes mal das Grundstück. Naja, eine Mod fehlt. So. So, da haben wir mit das Land jetzt gekauft. Auch hier mit den Zügen, ne? Hier warten so viele Leute. Und der kann ja nur 150 mitnehmen. Da warten immer noch 84. Gut, aber das ist wurscht. Kann man so einen Straßeneingang? Nein, möchte ich nicht. Groß wäre das denn? Uiuiuiuiui. Das wäre schon ganz schön groß. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir uns jetzt mal hier ein normales Gebäude bauen. Und das hier mit weg. Oh ja. Zack. Sollte auch schon ausreichend groß sein. So. Hier bekommen wir aber sicherlich keine Straße hin. Ne? Ich glaube nicht, dass ein... Naja, das wird nicht funktionieren. Ah gut, hier kein Aussteigebereich, laufen die Leute hier rüber. Das weiß ich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Aber wenn ich jetzt die Abreise, Zonen, Abreise, hier zum Beispiel hinmache und das hier einmal wegmache, löschen, zack. Dann laufen die Leute jetzt hoffentlich über die Schiene dahin. Ach, genau. Alles klar, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, Bahnhof. Weiß nicht, könnte man auch ein zweites Gleis noch dazu nehmen? Sollen wir gerade nach Forschung gucken. Stadtbahn. Stadtbahntransit. Längere Stadtbahn. Alles klar, das müssen wir dann mal von bis maximal 250 Personen. Okay, gut. Dann müssten wir ja eventuell mal gucken, wie das dann funktioniert. Das erforschen wir dann gleich erstmal. Was sollten wir vielleicht erst erforschen? Nicht, dass dann auf einmal irgendwie... Kann man das abbrechen? Dauert ja ewig. Erforderte Forschung, CEO, erforderte Dingsbums mit 4 Wagen. Mit 4 Wagen, das müsste allein die immer noch anpassen. Wenn ich jetzt hier mal auf Stadtbahn gehe. Bahnsteige 1 von 3. Was mich sogar gar nichts. Da könnte ich sogar hier jetzt noch ein. Aber wenn, dann sollte das auch irgendwie schon symmetrisch sein. Müsste ich sogar noch weiter hier unten hindern.
So, ist der hier hin. Und der müsste dann weiter hier runter. Der muss weiter da runter. Das können wir dann mal gerade machen. Also Abreisebereich ist natürlich jetzt sehr klein. So, Abreise wird auch wieder vergrößert. Machen wir das erstmal gerade so groß. Ne, das kann er nicht. Da muss ja die neue Stadtbahn hin. Stadtbahnsteig. Was ist das ungefähr? Oh, das passt schon, ne? Wenn der dann da hinkommt. Dann Leute mal ein bisschen schneller laufen lassen hier. Immer aufpassen, dass kein Feuer passiert. Speziell in der Küche. Wie so Rauchmelder oder sowas? Gibt es sowas? Brand? Nee. Ja, schade. So, dann müssen wir den natürlich, wenn der da unten jetzt mal fertig wird, müssen erstmal die ganzen Güter rankommen. Das Baumaterial. Damit die da, okay, der kann da sogar schon bauen. Also vieles geht über den Zug auf jeden Fall, wie man sieht. Und dann gibt es wohl irgendwie jetzt auch Parkplätze, ne? Parking Lot. Das können wir dann auch mal hinzufügen. Das kann dann auch irgendwo hier hinten hin. Können wir gerade gucken, wenn wir jetzt hier mal so ein Parkplatz hinbauen, was dann passiert. So. Die steht. Dann können wir den löschen. Perfekt. Ach du Scheiße, Feuer. Nein, der frisst sich ja wie so eine Walze hier durch. Stopp. Ach du Kacke, ist hier ein Stau. Das ist doch genau das, was ich vermeiden wollte. Jetzt geht er aus. Oh man. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich auch Stau, weil sich die Fahrzeuge nicht wieder auflösen. Das heißt, wenn sich die Fahrzeuge nicht wieder auflösen, muss man das Spiel speichern. Autosave speichern, ja. Da muss was neu starten. Dann ist nämlich das der Verkehrsstau wieder weg. Weil sonst kommen ja auch keine keine neuen LKW-Busse daran. Damit die Leute da wieder schön einsteigen können. Neue Passagiere braucht der Flughafen. Ohne Passagiere geht er nicht. So. Oh, jetzt auf dem Desktop gelandet. So. Können wir ja mal gucken. Jetzt löst sich das auf. Zack. Ja, wie so ein kleiner. Es brennt ja schon wieder. Was ist das denn für ein Feuer? Geht aus. Geh mal wieder an. Was ist das denn? Da muss man aber ganz schön viel löschen, bis man das aus hat. Das gibt's doch nicht. Oder ist eine Etage höher? Ach du Scheiße. Aha. Geht das jetzt mal aus. Brennt es da unten wieder. Mein Gott. Was soll die Scheiße denn? Komm ja gar nicht dagegen an.
Ich komme ja überhaupt nicht gegen an. Guckt euch mal, wie viele Menschen hier kommen. Der ganze Flughafenbetrieb ist schon wieder komplett lahmgelegt. Weil es hier wieder aus irgendwelchen Küchen gebrannt hat. Der Rauch ist, das ist immer noch nicht weg. Es gibt immer noch 3 Brandherde. Aber ich weiß nicht so richtig. Das ist, muss ich irgendwie umbauen hier mit den Straßen, weil die Feuerwehrleute da nicht rankommen. Jetzt brennt doch hier mein ganzer Flughafen ab. Kann doch jetzt hier machen, was ich will. Das ist immer so eine komische Rauchwolke. Was soll das denn? Und die Feuerwehr kommt da halt nicht hin, das ist das Problem. Sonst gibt es ja keinen Brandherd. Es funktioniert ja auch alles wieder. Aber das ist doch irgendwie doof. Irgendwas ist doch da schon wieder. Was cancelt. Irgendwie bräuchte man mal Rauchmelder. Können wir doch das andere Safe Game nochmal wieder neu laden? Ist doch kacke. Können wir doch jetzt im Prinzip hier einmal. Ne, nicht Tutorial. Spiel laden. Version 3 müsste das sein, ne? Ja. Ausgewähltes Spiel laden. Ja, dann müssen wir das alles nochmal wieder neu machen, meine Freunde. Grundstück kaufen, ja. So. Dann müssen wir das in Beobachtung haben. Ich weiß halt nicht, wie man das so vernünftig irgendwie lösen kann, ne? Also wenn ihr dann eine Idee habt, wie man das mit den Bränden hinbekommt, dass dann nicht gleich alles abfackelt, wäre ich euch echt verbunden, wenn ihr mir das schreiben könntet. So, nochmal Stadtbahn. So, das Terminal ist hier. Das kommt dahin und der kommt dann einmal weg. So, das ist soweit ja schon mal ganz gut. Man bräuchte irgendwie so Rauchmelder, beziehungsweise die Feuerwehr, die kommt ja, die kommt noch nicht ins Gebäude. So, mal gucken, wie man das Problem dann irgendwie umgeht. Wenn erstmal der halbe Flughafen brennt, ist das natürlich echt blöd. Das wäre echt doof. Da muss man halt gucken. Der Koch da ist anscheinend wohl nicht so der hellste. ja. Und hier das mit den Autos, dann auch irgendwie so eine Sache, ne? Das ist nicht so toll gelöst. Mal gucken, ob wir irgendwie, man konnte doch noch irgendwie so einen anderen Eingang machen. Gate. PA-Verstärker. Das sind Last-Minute-Informationen. Tor. Car-Parking. Zauntor. Aha, da kann man eventuell dann die Feuerwehr hier irgendwo reinfahren lassen. In den Flughafen.
Das wäre natürlich taktisch gar nicht so schlecht. So, mal gucken, wie man das umsetzt. Jetzt habe ich echt Schiss hier mit den, mit dem Feuer. Ungenügend Platz. So. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch auf die Höhe kommen. Was das? So sieht das ganz gut aus, ne? So. Okay, dann nochmal Zone. Abreise. Kommt definitiv dann dazwischen. So. Und dann kommen da auch Objekte, Böden. Was kann man denn da hin machen? Schönen Fußboden hier. Ist denn toll hier, solche Steine. Ist doch ganz gut. Die kommen dann dahin. Geht nicht. Weil Fußboden, der wahrscheinlich auf Teppich, Fußboden. Rohbeton. Steine, Steine, die man nehmen kann. Wir haben doch hier drüben auch welche, oder ist das einfach nur Rohbeton? Kann sein, dass das einfach nur Rohbeton ist. Nee. Das ist nicht nur einfach Rohbeton. Da müsste ich mir nochmal schlau machen, weil hier habe ich ja was gebaut. Dass das, das funktioniert. Gut, dann machen wir nochmal Fundamente jetzt. Wir haben ja Geld genug. Ist mal so ein großes Gebäude. Ja. Dann baut mal, meine Freunde. Dann baut mal. So. Sehr gut. Ja, dann war das heute etwas chaotisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Den Plan werden wir jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall umsetzen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie wir irgendwie das Feuer unter Kontrolle kriegen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.